So, liebe Leutchen, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich habe ganz kurz gestartet, habe ganz vergessen, dass ich noch aufnehmen muss, natürlich. Und zwar Frankreich. Nein, es ist nicht viel vergangen. Wir haben zuletzt aufgehört im November 51, jetzt ist März 52. Also, es ist nichts passiert. Es sind nur ein paar Prozentzahlen weitergelaufen bei den Kernbauten. Und natürlich auch die Rebellen, was wir zuletzt uns angeschaut haben. Da warten wir ja gerade, wir warten gerade drauf, dass die sich vielleicht mal blicken lassen und wie sie niederschlagen können. Und bei den Kernbauten in Anjou, da sind wir ebenfalls noch dran, das zu Ende zu bringen. Die Geburtsstunde eines ständigen Besteuerungssystems, das kam jetzt gerade auf. Was haben wir denn da? Gebt den Erlass heraus, dann schauen wir doch mal rein, was für Effekte wir da haben. Paris, Grundsteuer in Paris und Auvergne schon mal ganz geil. Aber lokale Unruhen. Muss man jetzt überlegen, ne, ob man das jetzt mitnimmt. Oder, ja, die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich, toll. Grundsteuer ist immer toll. Grundsteuern kann man aber auch im späteren Verlauf noch über die Entwicklung sich holen. Lokale Unruhen, 5 lokale Unruhen für 10 Jahre, das kann schon nervig sein. Also gerade Paris ist schon eine starke Provinz und wenn da wirklich mal Rebellen auftauchen sollten, ist es echt bitter. Ich nehme an der Stelle die Stabilität mit, denn wie ich immer schon gesagt habe, man muss bei Europa Universalis, oder ich mache es zumindest so, und aus der Perspektive kann ich es auch bloß erläutern, man muss immer gucken, dass man die Ressourcen, die man hier oben hat, in Verhältnis setzt. Geld ist die wertloseste Ressource von allem, weil Geld kommt man immer ran. Also man kann sich sogar noch Kredite aufnehmen etc., ne? Ich kann mir aber bei Stabilität keine Kredite aufnehmen. Oder kann die mal eben, oder kann mal jemanden angreifen. Muss ja nicht, ich kann ja sagen, hier, ich will ein Land von dir haben, greif ihn an, belager ihn, hol mir einen Haufen Geld bei ihm raus, beklau ihn sozusagen, das wäre ja auch noch normal eine Spielmöglichkeit, hol mir dann von ihm ja einen Haufen Geld, ne, Dukaten und vielleicht sogar nochmal Kriegsentschädigungen und solche Geschichten, das ist alles möglich, mit dem Geld kann man, da kommt man schneller ran, oder man kann auch mal Sachen einsparen, man kann die Armee mal runterfahren, aber Stabilität zum Beispiel, unmöglich, eben mal schnell ranzuholen, Prestige genauso wenig, Legitimität ebenfalls und selbstverständlich Mannstärke und die drei Hauptressourcen, die kriegt man nicht und deswegen nehme ich immer, wenn hier was zur Wahl steht, Stabilität ist mit Abstand vielleicht sogar die wertvollste von allen Ressourcen, ne? Weil sie einfach so einen starken Effekt hat. Wir sehen es mal gerade hier, wenn wir über Stabilität gehen, sehen wir es hier nicht. Hier gehen wir rein mal in den Stabilität- und Expansionsbereich. Ich glaube, ja, hier sieht man das. Und zwar momentan bei positiver Stabilität hat jede Stufe folgende Auswirkungen. Nationale Unruhen minus 1, das heißt, wir haben weniger Action im Land. Dann Steuermodifikator wird direkt bewertet. Stabilitätskostenmodifikator 50%, das ist klar, das sind die Kosten, um die Stabilität zu erhöhen, weil man dafür ja in der Regel, wendet man ja hierfür administrative Macht auf, um das zu erhöhen. Und das brauchen wir jetzt hier mit der Geschichte nicht. Und Missionarsstärke, momentan brauchen wir es auch nicht, aber wie gesagt, wenn man die Chance hat, über einen Effekt Stabilität zu gewinnen, immer mitnehmen. Und noch ein Tipp gleich, den man vielleicht verinnerlichen kann, die Stabilität selber niemals über 2 investieren. Also nicht auf 3 peitschen mit der administrativen Macht. Das ist unnötig. Da kann man das Geld lieber oder die teuren Machtpunkte woanders investieren. So, erlangt Händler. Wir sollten eine Anstellung für ihn finden. Alles klar, das sind so Nebeneffekte. Händler heißt, da kommt einfach ein Berater an. Da können wir nochmal reingehen. Da ist dann zum Beispiel bei Händler, der dürfte dann hier bei Diplomatie sein. Und dann kommt hier so ein Handelseffizienzkollege. Ich nehme mal an, der war das jetzt. Man hätte auch darauf achten können, was für ein Name hier aufploppt. Das habt ihr eben gesehen in Paris. Und dann kann man auch den auswählen. Erlangt Händler zur Auswahl einfach, ne? So ein Berater ist jetzt nicht so ein großer Effekt. Die Stabilität zum Beispiel, wie gesagt, ganz, ganz heiß. Ich habe mir ja überlegt, vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Zeit jetzt über den Dezember. Und mache so eine kleine Tutorial-Reihe. Wirklich einsteigermäßig, weil ich habe schon festgestellt, auch in der ersten Folge, ich habe versucht, in der ersten Folge so viel wie möglich in eine Folge reinzupacken. Mir ist aber dann aufgefallen, als ich es mir nochmal angeschaut habe, boah, also wenn ich jetzt Anfänger wäre, ich hätte nach 5 Minuten hätte ich abgeschaltet, weil wäre mir schon zu viel wieder. Es ist halt, mir geht es persönlich so, als Anfänger glaube ich, ist es viel hilfreicher, wenn man erstmal spielt,
als Einsteiger, ne? Wenn man gerade frisch anfängt, erstmal spielt und feststellt und dann natürlich vielleicht auf irgendwas stößt, wo man nicht weiß, wie es geht. Und dann sucht man sich natürlich die Lösung oder versucht eine Lösung zu finden. Entweder findet man es über ein Forum, Tutorial-Videos etc. Und wenn man da vielleicht an dem Punkt ansetzt, von meiner Perspektive aus gesehen, wenn man sagt, wenn jetzt jemand fragt, Baggy, wie kann ich denn kolonialisieren? Das ist ein erstes Thema, ne? Wie geht das idealerweise? Wie macht man das perfekt oder wie macht man das gut? Wie funktioniert das? Oder wie kann ich andere Länder annektieren? Wie bekomme ich Vasallen? Oder wie handle ich die Landestände jetzt? Habe ich ja auch erst im Laufe des Spiels herausgefunden und im Livestream. Wir haben ja schon eine ganze Menge gespielt jetzt mit dem neuen Addon im Livestream. Und ja, wie gesagt, das sind so Elemente. Ich glaube, das ist dann einfacher, dort an dem Punkt anzusetzen, ne? Als dass man wirklich versucht, jetzt aus meiner Perspektive jeden Schritt, den ich hier mache, zu erklären, weil viele Schritte, die man macht, sind manchmal unverständlich. Zum Beispiel, wenn jemand das Spiel jetzt gar nicht kennt und guckt jetzt gerade zu, dann sagt er sich, sag mal, du bewegst die Maus nicht mal mehr. Ja, weil wir gerade in dem Modus sind, wo wir einfach, wo das Spiel es teilweise auch verlangt, mal zu warten. Verlangt es jetzt gerade nicht, wir haben es auch relativ langsam geschalten. Man könnte jetzt schon mal wieder schauen, dass man Beziehungen aufbaut, das werden wir auch tun. Die Diplomaten in Friedenszeiten bewegen, die Landestände mal abchecken, was da so los ist. Und dann können wir uns auch wieder mal so ein bisschen Überblick verschaffen, wo geht's denn weiter, in welche Richtung expandieren wir. Die normalste Expansion ist natürlich immer die Grenzerweiterung, ne? Also das ist ja auch so ein Thema. Wo findet man den Ansatz, wie kann man sein Land vergrößern? Das macht man, wenn man wirklich seine Grenze erweitert. Das heißt, für uns sind momentan zum Erweitern bloß folgende Punkte interessant. Entweder ist es zum einen ist das Savoyen. Da können wir mal reinklicken. Savoyen, dort erweitern. Sie sind, da muss man schauen, mit wem sie verbündet sind. Sie sind mit England, Provence und Venedig verbündet. Ist schon perfekt eigentlich für uns. Denn sie haben auch noch einen zweiten Gegner von uns direkt als Kollegen. Da könnten wir zum Beispiel, wäre das jetzt, ich sag mal, das wäre ein Krieg um den heißen Brei herum. Solche Kriege habe ich auch schon immer mal geführt, die mittlerweile aber ziemlich teuer geworden sind. Kernprovinz erhalten in Anjou, sehr schön. Da können wir noch ein bisschen laufen lassen auf 2, kein Problem. Und zwar heißt es, wir sagen, Savoyen, wir hätten ganz gerne von euch, was haben wir denn hier so? Gar nichts, da sollten wir mal was tun, ne? Ich nehme mal was, also Savoyen selber, die Provinz, die kenne ich halt, die ist ziemlich teuer, die kostet 9 oder 9 Grundsteuer, die dann zu erobern und dann auch zu halten, ist ziemlich teuer. Ich nehme mal was Günstiges, um uns zu erweitern. Einfach Landmasse, es muss nicht immer wirtschaftlich sinnvoll sein, aber Landmasse ist immer ganz gut und natürlich strategische Plätze sind auch ganz interessant, die zu erobern, ne? Zum Beispiel an der Küste, dass man neue Küstenregionen erschließt, wie zum Beispiel hier gegen Korsika, da könnten wir dann auch Krieg führen und sowas. Aber das kommt, wie gesagt, deswegen würde ich sagen, Kueno oder Cuneo ist hier der beste Ansatzpunkt. Da werden wir jetzt mal Anspruch fingieren und laufen lassen. Wir werden höchstwahrscheinlich entdeckt bei 2, so und so viel Prozent. Aber das ist uns relativ egal. Die aggressive Expansion, ja, ich denke, die wird dann auch bald runtergehen. Wir gucken mal, was die anderen aggressive Expansionen haben. 57 bei Burgund. Das ist heiß, da müssen wir echt aufpassen. Jetzt, wenn die uns jetzt erwischen, dann rücken wir über 60. Hoi. Wenn uns Savoyen jetzt erwischt, ja, vielleicht haben wir ja Glück und wir werden nicht erwischt. Ihr seht aber da kommen wir später drauf. Also momentan können wir den Krieg nicht führen. Man könnte es versuchen, aber es würde natürlich ziemlich viel Ärger geben. Jetzt habe ich noch meine, auf die Schnelle habe ich meine Diplomatie-Technologie noch nach vorne gebracht. Wenn das aufploppt, kann man es eigentlich immer nutzen. Es sei denn, man hat diesen 10% Nachteil. Dann sollte man warten, bis man, wenn man genügend Ressourcen hat, bei minus 5 oder minus 10% ist. So lange kann man ruhig warten. Da verliert man auch nicht den Anschluss. Also als westliche Nation kann man fast gar nicht den Anschluss verlieren in der Geschichte. Das läuft eigentlich relativ stabil weiter. Wir haben auch weitere Kardinäle, interessant. So, also, Savoyen machen wir gerade Anspruch, damit wir da mal uns auch nochmal vergrößern könnten im Laufe der Zeit. Dann Burgund, das wäre auch noch eine Grenzerweiterungsidee. Da weiß ich halt vom Spielprinzip her, dass der König von Burgund bis 1500 vielleicht stirbt. Wenn er nach 1500 stirbt oder wenn
da gibt es ein Spezialevent. Und bei diesem Spezialevent stirbt der König von Burgund und Österreich und Frankreich erben die Provinzen, die vorher Burgund gehört haben. Ist so ein historisch korrektes Event und natürlich ziemlich spannend auf jeden Fall, wer es dann bekommt. Wenn es Österreich bekommt, ist es natürlich immer blöd. Idealerweise bekommt das Ganze irgendjemand anders, der nicht so stark ist wie Österreich. Weil dann hätten wir auch viel mehr Möglichkeiten noch zu expandieren. Wir sind aber mit Österreich verbündet, somit alles in Ordnung. Ich guck mal kurz. England ist nicht mit Österreich. Doch, England war auch mit Österreich verbündet. Gut. Also, Burgund brauchen wir uns nicht erweitern. Das heißt, die ganze Grenze hier oben ist abgeschlossen. Das funktioniert überhaupt nicht. England natürlich, das sind Kernprovinzen von uns. Die wollen wir zurückerobern. Das geht natürlich aber nicht so einfach, sondern wie ich bereits erklärt habe, müssen wir da ein bisschen auch schauen, wie die diplomatischen Beziehungen sind von England. Sie sind momentan leider mit Österreich verbündet. Das ist ein bisschen schwierig, an diesen Krieg zu führen. Alternativ wäre noch ein Kriegsziel Bretagne. Und diese sind mit Burgund verbündet. Ist mir momentan auch noch ein bisschen zu stark. Und wir haben auch noch keinen Anspruch auf... Ich guck mal, wenn ich jetzt günstig hier... Wenn ich hier nicht entdeckt werde bei diesem Anspruch erstellen, dann kann ich mir nochmal vorstellen, nachhinein sofort Anspruch an Bretagne zu generieren. Man kann auch gleichzeitig mehrere Ansprüche zusammenbasteln, ne? Das ist auch gar kein Problem. Aber, wo war ich stehen geblieben? Also man kann schon die Diplomaten auf mehrere Länder gleichzeitig ansetzen. Man sollte halt immer gucken, wie gesagt, aggressive Expansion, immer gefährlich, immer ein bisschen abwarten, ne, wie es dann weiterläuft. Bei Burgund haben wir das jetzt auch gerade gesehen, 55. Und wenn wir jetzt zum Beispiel entdeckt werden, dann gibt es halt nochmal so ein Event, aggressive Expansion, das ist dann schon heiß. Gut, und nach Süden können wir nicht expandieren, das ist ja auch natürlich England. Und nach Süden können wir nicht expandieren, weil das unsere Freunde sind und wir eigentlich hoffen, dass wir mit denen gemeinsame Sache machen können, um uns im Zweifel zu verteidigen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, man muss sich ja auch verteidigen können. Auch wenn man Frankreich ist, irgendwann später sind wir höchstwahrscheinlich so stark, dass das dann nicht mehr relevant ist. Desto größer man wird, desto weniger Freunde hat man natürlich am Ende, das ist klar. Weil man bei jedem mehr oder weniger als Aggressor dient oder zählt. Die sind dann der Meinung, hey, die sind ziemlich aggro, die Franzosen, was auch sein wird später. Da kommen wir halt nicht weiter. So, okay, das ist der Stand der Dinge. Da sind wir jetzt ein bisschen angepieselt. Was wir noch machen können natürlich, wie gesagt, Savoyen ist ein super Ziel später in den nächsten Spielstunden. Vatikan ist immer noch ein schönes Ziel. Ungarn und Mailand sind für uns jetzt keine Probleme zu besiegen. Dann können wir uns hier Avignon holen, das ist auch eine schöne Provinz. War zwischenzeitlich, Avignon war mal der Hauptpapstsitz. Also nicht Rom, sondern, oder ich glaube der Gegenpapst wurde mal in Avignon eingesetzt. Müsste man noch wieder mal googeln, so historisch korrekte Sachen. Es kann aber sein, dass es, ja es war wesentlich früher, also nicht 1400, sondern vielleicht so, ich glaube 1200 oder 1300 oder sowas. Mit Karl dem Großen, glaube ich. Aber ja, bevor ich jetzt anfange zu philosophieren, ob das so und wann und sowieso, da idealerweise einfach schnell ein Buch aufschlagen, beziehungsweise Wikipedia ranholen, dann weiß man das meistens genau. Und muss dann nicht spekulieren in der Geschichte, ob das jetzt so war oder nicht. So. Okay, Ziele sind klar. Für uns geht es nur in Richtung, also überwiegend über Richtung Savoyen, dann vielleicht auch noch die italienischen Staaten. Bei 1490 gibt es höchstwahrscheinlich nochmal ein Event, dass die italienischen Nordstaaten aus dem Heiligen Römischen Reich austreten. Und dann ist natürlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen Polen offen, weil dann ist für uns der Weg frei, da können wir uns dann richtig schön durchfressen. Wie kommen wir dann so als Strategie weiter voran, wenn es jetzt gerade so ein bisschen hängt? Handelsdisput, okay, haben wir verloren gegen Brabant, ne, oder Flandern, wer war das? Brabant war das, ja. Kein Problem, wir haben jetzt das Embargo aufgehoben, passt soweit, weil wir wahrscheinlich zu strong geworden sind. So, jetzt wird es mal ganz spannend hier. 94% mit dem Diplomaten für die Anspracherstellung. Dann gucken wir gleich und dann können wir noch einen ansetzen an die Bretagne. Dann haben wir nochmal zwei Ansprüche. Einen Savoyen und einen in der Bretagne. So, sehr gut, wir wurden gar nicht erwischt. Ich muss natürlich schauen, dass ich schnellstmöglich ein bisschen mehr Seeprovinzen bekomme.
Denn die Seeprovinzen, wie Amor zum Beispiel, werden wir da erwischt? Warum haben wir denn momentan. Ach so. Ach, es würde 2,5 aggressive Expansion geben. Das ist aber nicht so viel. 400% haben Geschwindigkeit, okay. Dauert ungefähr ein Jahr. Ja, wir nehmen Morbihan. Ne, Morbihan nicht. Wir nehmen Amor. Nantes ist noch ein bisschen lukrativer, aber auch sehr teuer. Und auch sehr teuer, was die aggressive Expansion angeht. Aber gut, wenn wir dann schon was holen gegen Bretagne, dann doch lieber was Kleineres, was Größeres, ne? Weil großflächenmäßig haben wir noch nicht so viel Chancen. Was bei uns natürlich bei den Franzosen sehr interessant ist, sobald wir jetzt langsam in Richtung Ideen kommen, das ist die erste Ideenschub hier, E2 Elan. Da müssen wir schnellstmöglich hin. Moral der Armeen 20%. Das habe ich zuletzt im Livestream, haben wir ja mit England gespielt oder spielen mit England. Und da hat man mal ganz sauber festgestellt, wie stark das wirklich ist. Offensivideen und Elan bei den Franzosen, die Mischung ist einfach tödlich. Richtig tödlich. So. Ja, wie gesagt, alternative Strategie ist natürlich noch. Wenn man jetzt sich immer weiter Richtung Osten fressen möchte, braucht man ja für diese Zeit, in der wir jetzt gerade stecken. Wir haben jetzt gerade momentan eine Phase, wir müssen die aggressive Expansion abwarten. Und das ist natürlich ein Faktor, der ist jetzt nicht so cool. Ne? Ist ja klar, das sind einfach Wartezeiten, die man ganz gerne überbrücken möchte. Idealerweise mit einem alternativen Krieg. Und solche Szenarios oder solche Orte findet man natürlich dann in der neuen Welt. So, was nehmen wir hier? Stabilität ist zu teuer. Die baut sich nämlich nicht nach der Zeit wieder auf. Ist eine ganz einfache Rechnung hier. Nehme ich Stabilität weg. Wenn ich jetzt drei Stabilität hätte, würde ich die Stabilität wegnehmen. Eins. Dann würde ich auf plus zwei gehen. Aber wir haben bloß eins. Und ich will jetzt die Macht nicht investieren. Von daher sage ich einfach, wir nehmen die Legitimität weg. Denn die baut sich jeden Monat wieder fleißig auf. Oder jedes Jahr. Dauert natürlich sehr lange. Aber ihr seht, wir bekommen momentan 0,92 pro Jahr. Und das passt dann schon. Das, wie gesagt, mit der Zeit baut sich es wieder auf und wir sind ja nicht so hart davon betroffen. 80 Legitimität ist noch in Ordnung. So, und ein Agent wurde entdeckt. Mal wieder von Bretagne. Wir haben einen Agenten entdeckt. Wir wurden nicht entdeckt, aber sie haben einen geschickt nach Portois. Interessant. Und wieder Kontakte zum Heiligen Stuhl. Dass ich hier die Sitze kaufen kann, die Kardinäle. Nee, ich hole mir die administrative Macht. Die bringt uns hier sofort in den nächsten Punkt, dass wir die Technik vorantreiben können, nächsten Monat schon. Können wir auch direkt investieren. Wir gucken mal kurz. Ja, es ist noch gar nicht so notwendig. Ich vergleiche mal kurz mit den anderen konkurrierenden Ländern, wo die so stehen. Da sind wir schon eins weiter als Burgund. Die haben nämlich 3-3-4. Wir haben ja schon 3-4-4. Wir sind ja bei Diplo und beim Militär schon einen Schritt weiter. Obwohl wir Ländereien erobert haben. Wie sieht es bei den Österreichern aus? 3-4-3. Aha. Jetzt wurde unser Agent entdeckt. Da ist es passiert. So, jetzt gucken wir mal, was die Burgunder sagen jetzt. Jetzt sind wir auf 57 wieder gerutscht. Ja. Heißes Pflaster. So. Sehr schön. Okay, die Technologie haben wir. Wir können nun Tempel bauen. Wir können auch zum Verteidiger des Glaubens werden. Da gibt es nur ein Event, wo ich das jetzt sehr hilfreich finde. Und zwar, wenn man vielleicht selber sein Land reformieren möchte. Wenn man eine andere Religion einnehmen möchte als die bisherige. Dann kann man über einen gewissen Zeitraum mal den Verteidiger des Glaubens anpacken. Ich sag mal, eine Reformation des eigenen Landes sollte, das ist vielleicht so ein grundsätzlicher Tipp, idealerweise bis 1550 abgeschlossen sein. Also gerade bei den westeuropäischen Mächten. Ansonsten wird es hinten raus immer schwieriger. Warum so? Warum bis dorthin? Weil man natürlich noch eine erhöhte Chance hat für Reformationszentren. Können wir uns aber später noch anschauen, wie das aussieht. Das ist auch immer so ein Punkt, wenn man das vernachlässigt, die Religion. Oder da keine Taktik hat, so muss man es sagen, dann kann man ziemlich überrascht werden und richtig kalte Füße bekommen. Noch schlimmer ist es natürlich im Heiligen Römischen Reich mit der Religion, ne, und der Protestantischen Union und diesen Geschichten. Das sind richtig, richtig widerliche Szenarios.
So, was ist mit Aragorn? Ach, da sind wir fertig, alles klar, dann können wir den Diplomaten mal zurückholen. Und wir haben bald schon so viel Militärtechnologie, dass wir in die Technik stecken können. Ich guck mal gerade, wie weit wir voraus sind. Wir haben 4, 4, 4, wir sind echt Nummer 1 zurzeit, glaube ich, was das angeht. Militär noch nicht, da sind noch ein paar Länder stärker, klar. Dann haben wir Diplomatie, Verwaltung, alles klar. Ihr seht hier oben, ne, die Punkte. Man sollte halt natürlich sie niemals übersparen. Also bis 998 kann man die Punkte gehen lassen. Ab 998, oder wenn man wirklich 999 hat und dann jeden Monat Punkte verschenkt, das ist natürlich super bitter, ne? Das sollte man tunlichst vermeiden. Um das zu vermeiden, kann man mittlerweile ja die Länder entwickeln oder die Provinzen. Und das können wir uns mal anschauen. Wir machen das mal günstig und können hier natürlich jetzt die Punkte einsetzen. Die Militärmacht ist Inhalt des Common Sense Addons. Ich glaube, das kann man nur dann, wenn man Common Sense hat. Das DLC kann mich auch täuschen. So, in Narbonne zum Beispiel. Hier kann man einschalten, was kostet mich jetzt die Geschichte, hier die Entwicklung aufzustocken. Da sage ich, das kostet mich hier 49 in Narbonne. Das ist recht günstig. Da investieren wir mal ein bisschen. Wir können auch sowieso versuchen, alle auf 4 zu kriegen. Aber manche sind echt teuer hier unten. Da kriege ich fast 2 dafür, da oben. Über 50. Nimm mal hier noch mit. 5. So, ne, dann ist das nicht. Weil wir brauchen jetzt nicht die Technologie forschen. Weil wir haben keinen Bonus. Und den Bonus sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. 5 oder 10% sollte man immer mitnehmen. Weil sonst ist es einfach ziemlich teuer. Du bist zwar eine Zeit lang Platz 1, aber du verballerst unglaublich viele Punkte. Gerade in dem Technikbaum. Ne? Das ist unnötig, sich da so zu beeilen. Das ist nicht so wichtig. So, wo war ich denn stehen geblieben heute? Mit der, achso, alternative Kriege, wenn man hier jetzt gerade keine führen kann. Der Staat übernimmt die Kontrolle über die Zünfte. Das ist immer gut, gibt auch nochmal Stabilität. Ist auch wieder so ein Thema, ne? Was bringt es jetzt mehr? Also 90 Dukaten, das kann man wegschmeißen. Also 90 Dukaten ist wirklich nichts. Erhalten Einstabilität ist sehr wertvoll. Dann sind wir schon bei plus 2. Weil es kann ja passieren, dass unser König stirbt. Und dann kriegen wir sofort Einstabilität abgezogen. Haben dann aber, und müssen dann nicht investieren, um wieder auf plus 1 zu kommen. Sondern haben dann einfach schon 2. Perfekt. Und wäre dann wieder bei 1. Und die 3 Punkte haben wir gerade gesehen. Militärmacht brauchen wir zurzeit gar nicht, die bauen wir ja schon übermäßig auf. Und auch die anderen Punkte, da sind 25, Macht ist nicht so viel. Wenn jetzt da stehen würde 250, dann wäre das eine andere Geschichte. So, es ist klar, wir gehen auf die Stabilität, stabilisieren unser Land, gerade jetzt hier in den Friedenszeiten. Das wird auch die Rebellen, glaube ich, ärgern. Wir gucken mal kurz, wo waren denn, da waren welche. Okay, dann können wir ja versuchen, die aufzustellen. Die dürften sogar bald rauskommen. Unsere Rebellenfreunde. Weil in der Provence ist nämlich nichts los. Und dann können wir wirklich anfangen, schöne Armeen zu bauen. 2 Armeen werden wir mal so richtig schön aufstellen. Mit denen wir dann alles so reinigen. Habt ihr schon so ein paar Ideen, wie wir das machen? Das sind auch so tolle Elemente in den Friedenszeiten, die man normalerweise gar nicht macht. So, wenn wir uns in Main jetzt reinstellen, gucken wir mal kurz, ob dann die Unruhen auf 0 gehen. Jo. Jetzt dürften sich die Unruhen hier gleich wieder abbauen. Dann müsste gleich nächsten Monat, dürfte es dann auf 80% gehen, wenn wir das richtig gemacht haben. Ein Anjou sind keine, nee. Wir gucken mal, ob ich recht behalte. Tata. Ne, also ist ja nachvollziehbar. Warum das so ist. Das sind ja die Provinzen. Und wenn man es schafft, mit eigenen Einheiten die zu unterdrücken, wenn da so 1% ist oder so, schafft man das ganz gut. Wenn da natürlich 15 oder 16% Unruhen stehen, dann kommt man fast gar nicht drum herum, entweder Autonomie zu gewähren oder alternativ die Rebellen rauskommen lassen. Das sage ich häufiger mal. Wir lassen mal die Rebellen rauskommen. Damit meine ich einfach diesen Effekt abwarten, keine Kriege anfangen derzeit und einfach mit der gesamten Armeemacht, die man hat,
eben dann die Rebellen wieder unterdrücken. Das wäre die alternative Strategie. Je nachdem muss man ein bisschen abschätzen, was für einen sinnvoller ist oder günstiger. So, wir können die Armee mal planen. Ach nee, wir haben ja noch keine Kanonen. Das lohnt sich das noch gar nicht, die Armee jetzt schon auf. Also die Vorlagen zu erstellen, das ist wichtig, weil Vorlagen idealerweise erstellt man dann, wenn man auch die letzte Einheit, den Einheitentyp noch hat, nämlich die Artillerie. Die kommt leider aber erst mit 5 oder 6 oder 7 Militärtechnologie. Also da haben wir noch ein paar Jahre. Jetzt können wir erstmal die Armee noch manuell ausheben. Das ist kein Problem. Das brauchen wir noch nicht so früh, jetzt die Vorlagen erstellen. Die können wir dann später erstellen, wie gesagt. Wenn wir dann alle haben, alle Einheitentypen, die drei verschiedenen Typen, wenn wir die haben, dann können wir das machen. Die Vorlagen finde ich immer ganz nett, wenn man die hat. Hier kann man die mittlerweile erstellen. Und mittlerweile ist es schön, kann man sogar noch die ergänzen mit Söldner. Ne? Man kann dann sagen, hier, wir hätten ganz gerne zwei von denen und dann nochmal drei Söldner. Oder vier von den regulären Einheiten. Dann nochmal drei Söldner, ein normales Pferd. Und da kann man richtig schöne Armeen aufstellen. Und wenn man dann sagt, so ein Armeetyp möchte ich immer ausheben. Das ist für mich so die perfekte Armee. So soll die aussehen. So hätte ich sie ganz gern. Dann kann man einfach auf einen Knopf drücken. Dann werden alle Provinzen damit beauftragt. Und die Armee erscheint dann nach Ablauf der Erschaffung an dem Punkt, wo man es bestellt hat. Sehr cool. Das gleiche gilt für die Schiffe. Das können wir machen. Da können wir mal Handelsschiffe festlegen. Und zwar sagen wir einfach da mal Handel. Weil da haben wir schon alle Typen, die es gibt. Das sind 5 Provinzen brauchen wir dafür. Handel heißt das Ganze. So. Und das können wir speichern. Die alternativen Sachen, da können wir mal später gucken. Da können wir nochmal eins erstellen, vielleicht Transport. Da brauchen wir später auch noch ein paar. Und für so eine Transportflotte, da können wir jetzt einfach just for fun, da können wir nochmal so zwei weitere Einheitentypen mit ausheben. Das wären dann nämlich 12 Schiffe oder 14 Schiffe. Und die nennen wir einfach Transportflotte. So, wenn die ausgehoben werden, dann später als Projekt, dann passt das auch. Natürlich ist das ziemlich teuer aktuell, das machen wir noch nicht, aber... Und wir haben auch noch gar nicht die Provinzen, um das zu machen. Also genügend Schiffsprovinzen. Wir können nämlich nur noch 3 Schiffe ausheben. Ihr seht, unser Truppenlimit liegt bei 18 und wir haben 15. Und aktuell brauchen wir dafür bloß ein paar Handelsschiffe vielleicht nochmal, um da nochmal Handel zu betreiben an anderer Stelle. Momentan schützen wir ja bloß Bordeaux. Das könnten wir dann nochmal erweitern mit einem anderen Ziel. So, Technik, die begeistert. Ihr seht, wir haben die ersten Technikpunkte wieder bei Militär, aber immer noch nicht den Bonus. Anders wie hier oben, da haben wir den schon. Deswegen warten wir noch ein bisschen, bis wir den haben. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen Geld verbraten, was wir gerade einnehmen. Und zwar Handel betreiben. Und zwar muss man immer schauen, wenn man ausbaut, wo man ausbaut. Punkt 1, nicht alles auf einmal ausbauen, weil es sehr, sehr teuer ist. Das ist schon mal wichtig. Und dann immer wirklich sukzessive dort ausbauen, wo es auch was bringt. Also Handel idealerweise immer erst in den Handelszentren. Woran sehe ich das hier? Das ist relativ schnell erkenntlich. Provence ist ein Handelszentrum. Da können wir mal 100 investieren. Und dann schauen wir uns nochmal kurz auf der Karte an, was ich damit mein Handelszentrum. Einfach die in den anderen Kartenmodus wählen, und zwar Handel. Und dann seht ihr das. Provence ist ein wichtiges Handelszentrum. Lyonnais ist ein wichtiges Inlandhandelszentrum. Bordeaux gehört uns noch nicht, soll aber kommen. Natürlich wie Nantes auch, die ebenfalls. Dann haben wir noch in Champagne ein wichtiges Inlandszentrum. Und Paris grundsätzlich auch ganz interessant. Und wenn man jetzt nochmal hingeht, an dem Punkt, wo wir eben waren mit dem Ausbauen, dann sieht man auch, dass genau die Zentren ausgebaut werden können. So, Adlige fordern alte Rechte wieder. Jetzt kommt wieder das nächste Thema. Was nimmt man? Das ist natürlich schon ersichtlich. Boah, so viele rote Zahlen muss man jetzt wieder gegenrechnen, ne? Was passiert? Der Landstand des Adels gewinnt 5 Loyalität. Der Landadel 5 Loyalität. Was kriegen, wo sind wir denn da? Da sind wir noch nicht so weit, ne? Bringt uns nichts. Da müssen wir jetzt leider Stabilität wegnehmen. Aber sie fallen dann auch unter 30%. Das ist auch schlecht. Ihr seht, also 15% lokale Autonomie ist echt viel. Da machen wir richtig viel miese. Das können wir mal kurz beobachten. Aktuell nehmen wir 9 Dukaten ein.
Und wir gucken gleich mal, was passiert, wenn wir die 15% nachgeben. Oder wir verlieren Einstabilität, aber dann fällt der Adel unter 30% und dann gibt es natürlich Ärger. Das sieht man hier, liegt die Loyalität über 30%. Unter meinen die bestimmt. Sie meinen unter 30%, genau. Dann gibt es die Erholungsgeschwindigkeit, der Mannstärke und der Armeeunterhalt ist ziemlich teuer. Deswegen, wir nehmen mal die Forderung nachkommen, weil man kann das leider nicht so schnell wieder aufbauen. Das baut sich ja langsam wieder ab. So, 15% für alle. Außer auf Tiernahrung. Zack, 4 Dukaten kostet uns das. Das finde ich heftig. Nein, nicht ganz. 3 Dukaten, ne? Es sind ja jetzt 6. Es sind ja 5,99 und vorher hatten wir 9,01, glaube ich, ne? Also 3 Dukaten mal eben durch die ganzen 15% Autonomie. Was heißt Autonomie? Das denke ich mal, ist soweit klar. Die Unabhängigkeit der einzelnen Provinzen. Ihr seht, hier sind 15%. Jetzt sind es nur noch 14,9. Und das heißt einfach, dort kriegen wir auf die Einnahmen 15% Abzug. Ganz simpel eigentlich, ne? Einnahmen sowie Armeeunterhalt und solche Geschichten, alles 15% weniger. So. Okay. Wie sieht's aus? Sind wir soweit? Jo. Und jetzt haben wir sogar 10 Jahre Zeit. Da sieht man hier an den 100%, da steht 10% stehen immer für ein Jahr. Frontbreite um 2 erhöht, alles klar. Und die Waffenträger. Ich gucke immer, dass ich hier auch wirklich defensive Einheiten nehme. Später können wir dann gucken, dass wir offensive Einheiten nehmen. Wenn man die Wahl hat. In dem Fall erstmal die Waffenträger. So. Jetzt sind wir echt an dem Punkt. Jetzt können wir mal gucken. Wir gehen mal auf 3, würde ich sagen. Und gucken mal, wie die aggressive Expansion aussieht. Da wird sie noch nicht viel getan haben. Ein bisschen was. Minus 23. Und hier minus 200. Wie sieht es denn mit den Gefallen aus? Denn langsam wird es echt wieder Zeit für den Krieg. Und das eine Thema habe ich noch nicht beendet. Ja, wir haben jetzt schon 11 Gefallen. Das ist cool. Wir müssen mal gucken, wie strong das ist, wenn wir unsere Kernprovinzen zurückerobern oder zurückfordern. Wir haben ja jetzt erst, glaube ich, 4 Jahre gespielt in der Folge, ne? Also, ein paar Jahre wollte ich immer pro Folge machen. Haben wir 51 angefangen in der Folge? Ich glaube, 51 war es. Oder 52 sogar im März. Ja, ich habe viel erzählt wieder. Aber ist ja nicht schlimm. Aber das Schöne ist, wenn ich es mal jetzt erzählt habe, brauche ich es dann später nicht ständig noch wiederholen. Gegen die Bretagne. Das eine Thema war noch nicht fertig. Und zwar die alternativen Kriegsziele. Wenn man nämlich zu viel Aggressivität hat in Europa, können wir auch natürlich, oder ich würde schon ganz gerne dann über Kolonien regeln, dass wir uns Kolonien ergattern und vielleicht so auch ständig mit England vielleicht nochmal in den Zwist kommen. Ne? Da können wir dann richtig schön expandieren nochmal, Kolonialregion. Da werden wir uns die Karibik höchstwahrscheinlich mal unter den Nagel reißen und solche Geschichten. Also, da gucken wir. Aber das heißt, wir müssen jetzt schon ein bisschen Gas geben. Also, um wirklich Kolonien gut zu gestalten oder da wirklich eine Chance zu haben, muss man frühzeitig anfangen. Also, das heißt Chance haben, es geht immer noch. Man kann später immer noch starke Kolonien bilden. Und kann dann andere erobern, das ist jetzt nicht. Aber es ist natürlich vorteilhafter, wenn man einer der Ersten ist. Ne? Einer der Top 5, die am Start schon dabei sind. Portugal und Spanien kann man fast gar nicht verhindern, dass sie Kolonien gestalten oder welche haben. Und die anderen Nationen wie England, das ist dann je nachdem, wie man denen so ein bisschen das Land abgräbt. Momentan haben wir halt noch keine Chance, weil sie so stark verbündet sind. Das wird sich aber demnächst bald ändern. Und da werden wir dann auf jeden Fall mit England jetzt in den nächsten, denk mal, nächsten 2, spätestens 3 Folgen, wenn wir Rabatz machen. Wir haben jetzt schon ein paar Gefälligkeiten mit England. So, mit Castille haben wir Gefälligkeiten aufgebaut. Hier haben wir auch schon 12 Gefälligkeiten. Jetzt gucken wir mal, ob die unseren Krieg folgen. Ob die schon lustig sind. So. Krieg erklären. Yo. Aragon macht mit. Schottland macht mit. Österreich ist klar. Kastilien macht nicht mit. Also, Aragon. Ich könnte Kastilien Land anbieten. Juckt die nicht. Haltung gegenüber Feinden. Minus 60. Sind sie denn mit denen befreundet jetzt oder was? Verbündet mit Frankreich.
Ja, ist noch nicht, ist noch kein Selbstläufer an der Stelle, ne? Man sieht schon, also. Wenn wir jetzt, wenn sie jetzt nicht Österreich hätten, dann ja. Dann würde ich es machen, ohne Probleme. Aber Österreich, die können sich in Kriegszeiten hier komplett rüber bewegen. Dann sitzen die da uns die ganze Zeit im Nacken. Und ich kann halt leider England noch nicht über den Seeweg so abschließen oder so abschotten. Das ist nämlich eine einfache Rechnung, die man da aufmacht. Landnahme. Nee, Militär natürlich, Flotten. Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung. Die Engländer haben zurzeit 34 Schiffe und die Franzosen haben zurzeit 17 Schiffe. Das ist genau die Hälfte. Und sie haben 7 Großschiffe, die sehr stark sind hier in dem Bereich, und 12 Kleinschiffe. Und das ist ergo beschissen. Beschissen ist das, selbstverständlich, ne? Weil man einfach nicht sich mit 17 Schiffen gegen 34 Schiffen verteidigen kann. Sonst, wenn man jetzt mehr Schiffe hätte als sie und da ein bisschen stärker aufgestellt wäre, was vielleicht mit Kastilien und Aragon klappen könnte, wenn die ihre Flotte noch dazu holen. Kastilien macht aber nicht mit, leider. So, wenn jetzt die beiden mitmachen würden, dann könnten wir es vielleicht schaffen und dann könnte man England davon abhalten, aufs Festland zu kommen. Dann könnten wir den Kriegsstand natürlich nach oben treiben. Ist nicht immer so einfach, aber machbar. Ich denke, wir werden... Also zwei Möglichkeiten haben wir, schnellstmöglich an das Land zu kommen. Also sobald wir Elan haben, die 20%, traue ich mich ein bisschen mehr. Also dann bin ich ein bisschen aggressiver. Dann weiß ich nämlich auch, ich kann die Kriege oder die Schlachten der Kriege gewinnen locker. Und was ist mit Brandenburg? Wie schaffen die das, sich da schon so zu vergrößern? Ja, die machen es uns vor. Also teilweise ist es echt überraschend, wie stark die einzelnen Nationen sind. So, Österreich führt gerade Krieg gegen wen? Gegen Venedig und die Ritter. Ja, wie gesagt, Brandenburg, ne? Die machen vor, wie es geht. Werden die nicht... Die sind noch nicht mal Ziel einer Koalition. Die haben sich... Die haben Pommern und Mecklenburg schon gefressen in den ersten 10 Jahren. Also wenn... Da kann man mal reinschauen. Ich wüsste jetzt schon mal ganz gerne, wie da die Meinung ist. Brandenburg, Meinung... Andere Nationen, Sachsen, ist jetzt nicht so cool. Die Hanse zum Beispiel. Ah ja, unrechtmäßiges Territorium minus 73 und aggressive Expansion minus 41. Zwecks unrechtmäßigen Territorium muss sich Österreich drum kümmern, das juckt die aber zurzeit gar nicht, so wie ich das sehe. Warum schaue ich jetzt nach Brandenburg? Ja natürlich, denen gehört Berlin, ne? Also das ist ja einer unserer Ziele. Und ich bin so vorsichtig, aber das ist gut, dass ich vorsichtig bin. Die Stärke der Franzosen ist halt, wie gesagt, Early Game und dann Mid Game. Und wenn man dann das alles richtig gemacht hat, dann ist man eigentlich im späteren, im Late Game, so kann man sagen, ist man meines Erachtens unschlagbar. Wenn wir es richtig machen, ne? Aber dann müssen wir noch viel dran rumschrauben. So, wir haben die drei Schiffe hier fertig, die drei Handelsschiffe. Die nehmen wir jetzt mal aufs Korn. Ich kann noch ein bisschen Geld investieren in Handel. Und zwar... Bordeaux haben wir beschützt. Bordeaux gibt es für uns 2,69 und Genua gibt es gar nichts. Ach so, stimmt ja. Das habe ich letztes Mal mit dem Handel war auch noch ein bisschen was. Aber ich denke, wenn wir mal 3-4 Händler haben, lässt sich es besser erklären. Deswegen setze ich es nochmal hinten an. Sevilla. Im Krieg heimkehren? Jau. Okay. Der letzte Krieg ist 5 Jahre her. Also, die sicherste Variante ist natürlich, sich über Savoyen zu vergrößern. Problem ist bloß, das gefällt halt Österreich noch nicht. Alternativ mit Burgund. Ich will mich schon, ich muss England vertreiben. Also, ich muss, brauche meine Kernprovinzen wieder. Deswegen, um den Krieg um... Oder mit England, da kommen wir gar nicht drum herum. Österreich ist gerade ein bisschen angedotzt, ne? Ihr seht, die sind gerade beschäftigt mit Venedig. Das könnte unsere Chance sein. Wir müssen mal auf den Kriegsstand achten. Die haben zwar einen positiven Kriegsstand, aber wie gesagt, sie sind mit Venedig beschäftigt. Sind sie mit Ungarn verbündet? Ja. Das heißt, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und England ist da auch mit im Krieg involviert. Das ist ganz cool. Ach, schau mal, da sind die englischen Einheiten. Die sind jetzt hier schon in dem Bereich. Das ist nicht so schlecht, Leute. Kastilien kriege ich leider nicht dazu,
Ich will Gascogne ist ganz wichtig. Das ist die Eroberung. Österreich macht schon gar nicht mit. Okay, an diesem Punkt kurzen Stopp. Aufstocken, was das Zeug hält. Und dann hauen wir sie weg. Sehr geil. Österreich macht nicht mit. Ich muss meine Türme hochfahren. Wenn man mal schnell Krieg braucht, dann kriegt man ihn nicht. Wir haben Oktober. Ich gucke mal kurz. Ja, ist natürlich unvorbereitet wie Sau, ne? Wie viele Männer können wir dann ausheben? 26. Zu wenig. 11, 3. 4 haben wir immer da drin. Wir könnten es über. Ja gut, die Männer brauchen wir. Also die Männer muss ich ausheben. Da nochmal drei reguläre Einheiten. Hier auch nochmal für die Armee drei reguläre Einheiten. Und dann, weil wir so viel Geld haben. Für beide Einheiten 3, 6, das sind 6. Dann habe ich ja nur noch 4. Ansonsten bin ich ja schon bei meinem Truppenlimit. So, das ist Stand der Dinge. Jetzt wird es doch nochmal einen kleinen Cliffhanger geben. Wir sehen uns nächste Folge, liebe Leute, mit einem überstürzten Krieg gegen England. Ciao.